Hallo da draußen, ich bin Oliver und ich heiße euch herzlich willkommen zum inzwischen 9. Web-Talk zum Thema Hafen für Inhaltstypen unter der Lupe. Heute geht es um die Virtual Tour, das heißt, das ist ein Inhaltstyp in H5P. Wenn ihr jetzt erwartet habt, erklärt zu bekommen, was H5P ist, werdet ihr nicht bekommen. Dafür gibt es aber eine Aufzeichnung von Webinaren, die findet ihr auf edunauten.de/webinare. Und ich hoffe, dass es draußen nicht zu laut ist, es regnet hier ganz schön, wenn wir hinterher feststellen. So, also edunauten.de/webinare, da findet ihr eine Einführung zu H5P. Heute halt geht es um Virtual Tour. Und während ich das aufmache, damit ihr gleich seht, was das ist nämlich deutlich einfacher zu erklären, als wenn ich das einfach nur verbal mache, kann ich mal erzählen, wo das herkommt. Also H5P ist ja eine freie Software und man kann da auch Sachen selber programmieren oder die halt einen Auftrag geben. Und die NDLA, das ist eine norwegische Organisation, die kümmert sich da halt um das Bildungswesen in Norwegen, die hat gesagt, wir möchten einen neuen Inhaltstyp haben und der soll das und das können, nämlich 360-Grad-Fotos mit ein bisschen Schnickschnack. Und genau das ist dieses Virtual Tour. Und jetzt sind wir hier auf h5p.org. Und vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr hier oben auf Examples und Downloads klickt, dann bekommt ihr eine Übersicht von ganz vielen verschiedenen Inhaltstypen, die man mit H5P anlegen kann. Ein paar davon haben wir auch in den anderen Talks schon vorgestellt. Und Virtual Tour fängt mit V an, also muss es ziemlich weit unten sein. Da ist es, Virtual Tour 360. Da klicke ich mal drauf und da gibt es zwei Beispiele. Ich fange jetzt mit dem zweiten einfach mal an. Dann gehen wir gleich mal hier auf Next. Das ist das etwas umfangreiche Beispiel, damit ihr einfach mal sehen könnt, wofür es tatsächlich auch in der Praxis benutzt wird. Das ist jetzt norwegisch, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen, obwohl ihr wahrscheinlich auch die Hälfte versteht. Also wie ihr seht, da kann man noch nicht so viel machen. Das ist einfach nur so ein Startbildschirm. Hier ist aber so ein kleiner Pfeil. Und da klicke ich einfach mal drauf. Und jetzt lädt er darüber nach, was da jetzt lädt. Das ist eben das erste Hintergrundbild. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, ihr seid jetzt hier in so einer Werkstatt, in einer Autowerkstatt. Und jetzt steht ihr hier so am Kunstschalter. Und jetzt könnt ihr euch das hier angucken. Und vielleicht sagt ihr, Dale-Lager, kann man sich überlegen, was das heißt. Vielleicht heißt es Teile-Lager. Wir können ja mal gucken, was da ist. Das heißt, wir klicken da drauf. Dann begeben wir uns da in das Lager. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Okay, stehen Regale rum und so andere Sachen. Und noch mehr Pfeile. Wir können mal hier auf den Pfeil klicken. Da steht Fernlager. Ich weiß tatsächlich nicht, was Fern ist. Das ist einfach nur ein Bild. Da unten ist noch so ein kleines I mit einer Szenenbeschreibung. Fernlager, okay, das ist nicht so aussagekräftig. Aber ihr seht, man kann da also so 360-Grad-Bilder offensichtlich hochladen und man kann sich da drin bewegen, man kann navigieren. Jetzt muss ich gucken, ob wir noch was Interessanteres finden. Wir können ja mal zurückgehen und wir gucken mal hier, was es am Schreibtisch gibt. Auch nur ein Foto. Also ist nicht so spannend. Ich zeige euch das gleich noch an dem anderen Beispiel. Also das ist wahrscheinlich so das der Klassiker. Man möchte irgendwie eine virtuelle Tour durch ein Gebäude haben, durch einen Park haben, durch ein Museum haben und dann ein paar Sachen. Hier ist noch was anderes. Offensichtlich kann man da auch nochmal Videos mit hinterlegen, wenn man das möchte. Also ist wahrscheinlich so der Klassikerfall. Man macht eine virtuelle Tour, gerade jetzt in Corona-Zeiten, so ein Museum, das jetzt nicht Leute wirklich live durchführen kann, könnte ich überlegen, okay, nehmen wir so eine kleine Kamera. Ich könnte euch eine Firma sagen, von der ihr keine Kamera kaufen solltet. Ich habe es ausprobiert, das ist furchtbar. Aber nehmt so eine Kamera, machen halt die Fotos, bestücken das mit weiteren Informationen, dann können die Leute auch von zu Hause durch das Museum gehen. So, langes Beispiel. Jetzt noch ein etwas kürzeres Beispiel. Das ist das erste. Das ist das hier. Das habe ich mir einfach mal heruntergeladen und kopiert. Das kann man ja machen bei H5P. Also hier runterladen, reuse, download und dann kann man es woanders hochladen. Das habe ich hier. Also genau das gleiche Beispiel. Ist ein bisschen kleiner und wir werden gleich versuchen, genau das hier nachzubauen, so in den groben Zügen. So, also hier kann man sehen, das ist ein römisches Theater in Nabatea. Nabatea, habe ich gelernt, ist 400 vor 0 bis 100 vor 0 so ein Königreich in Arabien gewesen. Wohl relativ fortschrittlich für die damalige Zeit, bis die Römer das dann eingenommen haben. Deshalb haben die auch ein römisches Theater stehen. Aber ihr seht, man kann hier genauso rumgehen. Man kann hier über diese Punkte navigieren. Hier kommt man dann einfach zu einer zweiten Szene noch. Das ist so eine Grabstätte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man kann da auch Fotos mit reinmachen. Wir können auch wieder zurückgehen. So. Und wir können uns auch das Theater hier angucken. Also viel mehr ist da nicht drin. Das ist dann wieder nur ein Bild von dem Theater. Aber ihr seht, da sind schon wieder so drei Sachen drauf arrangiert. Offensichtlich, wenn ihr die Image-Hotspots kennt, ist fast genau das Gleiche. Also man kann da Text drüber legen. So als Info hier nochmal ein Video. Das geht. Und hier unten haben wir einfach noch ein Bild. Audio würde übrigens auch gehen.
Und auch Single-Choice-Fragen kann man drüber setzen und Summary-Fragen. Mehr nicht, die Frage kommt vielleicht später, aber kann ich jetzt sagen, die NDLA hat das in Auftrag gegeben, die wollten das haben, das ist da jetzt drin. Kann aber jeder erweitern, wenn das nicht reicht, wenn da jemand noch einen anderen Inhaltstyp drin haben möchte. So, also dieses Ding, wir gehen mal zurück hier hin. Dieses Ding wollen wir jetzt nachbauen und das machen wir jetzt einfach mal. Und dafür springe ich mal hier. Und auf der rechten Seite, ich mache das gleich ein bisschen größer. Falsche Taste. So. Auf der rechten Seite sieht jetzt Einstieg h5p.de. Das ist eine Seite von Nele Hirsch. Die ist sehr schön, weil man da ganz einfach H5P mal ausprobieren kann, ohne dass man sich selber was installieren muss oder sich irgendwo einloggen muss. Das heißt, ihr seht schon, hier ist ein großer blauer Knopf. Da klickt man drauf, Testinhalt erstellen und dann kann man loslegen. Der einzige Haken ist hier, nach 6 Stunden werden die Inhalte wieder gelöscht, weil es halt zum Testen und Ausprobieren ist und nicht zum Speichern der ganzen Sachen da. So, also fangen wir einfach mal an. Testinhalt erstellen. Dann bekommt ihr zu sehen, was immer zu sehen kommt bei H5P. Das ist dieser Editor, wo man sich erstmal immer aussuchen muss, was möchte ich denn für einen Inhaltstyp anlegen. Und wir wollen die virtuelle Tour haben. Ich gebe mir mal Tour ein. Dann zeigt er mir den auch schon an. Und dann klicke ich da drauf. So, und jetzt ist es auf der rechten Seite alles ein bisschen gequetscht, weil ihr das ja gut sehen können sollt. Aber im Prinzip ist das immer nur so ein Formular. Das geht man von oben nach unten durch und dann ist man auch schon fertig, hat das angelegt. So, wir können einmal hier oben anfangen, man braucht immer einen Titel und jetzt können wir uns natürlich die Arbeit ein bisschen leichter machen, weil hier rechts ja schon, links schon alles steht. Das heißt hier offensichtlich Virtual Tour 360, das kopieren wir einfach mal. Das ist ein Titel. So, und dann eine Besonderheit von H5P, was es immer macht, was man machen kann, man kann Metadaten mit hinterlegen, ihr seht ja schon diesen Knopf. Und wenn man das ordentlich pflegt, was man da eingetütet hat, eben die Metadaten zu den Bildern, zu den Tondateien, und die Lizenzen damit angibt, dann macht H5P etwas sehr Schönes. Dann kann man hier, ich zeige es auf der linken Seite, unten auf Rights of Use klicken und dann zeigt er einem auch an, was da für Inhalte drin sind. Offensichtlich ganz viele Bilder, unter welcher Lizenz die stehen. Und so hat man einen ganz guten Überblick, was hat man denn da, wie kann ich das weiter benutzen. So, dafür muss man das pflegen. Das zeige ich exemplarisch einfach mal hier. Man klickt dann auf Metadaten und jetzt müsste ich halt sagen, das ist jetzt für den Inhaltstyp an sich wieder. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das für, können ja mal schnell schauen, was waren das für Lizenzen hier, was können wir nehmen? Non-Commercial Attribution. Oh, die darf man gar nicht kombinieren. Naja, wir gucken da nicht so genau drauf. Wir sagen, wir würden jetzt einfach mal, wir lassen es mal undisclosed, das heißt dann, man gibt die Sachen nicht raus, aber vielleicht wollen wir die trotzdem erstmal hinterlegen. Wir sagen mal, das war 2012 oder sowas. Wir könnten jetzt hier noch ein Link zu unserer Seite angeben, wo wir das veröffentlichen und vielleicht sagen wir nochmal Oliver als Autor und speichern das und also den Autor und da oben speichern wir die Metadaten. Jetzt haben wir das hinterlegt. Macht man also für alles, was man so einfügt, Bilder und Tondateien. Kann ich gleich nochmal zeigen. So, dann brauchen wir offensichtlich ja diese Bildchen, wo man hin und her schieben kann. Das nennt sich hier Szenen, was man hier anlegt. Also das ist eine Szene, diese Grabstätte war eine Szene, das Bild war eine Szene. Und mehr gab es noch nicht. Diese drei, die legen wir jetzt einfach auch mal an. So, und jetzt schon gesagt, auch keine Szene. Das Einzige, was wir jetzt kurz machen können, ist auch eine neue Szene anzulegen. Und dann geht ein neues Bildchen auf. Wie gesagt, das ist hier jetzt ein bisschen gedrängt, weil ich das so groß vergrößert habe. Aber wir fangen hiermit an. Offensichtlich, ja, das ist ein 360-Grad-Bild. Es ist nicht nur ein Panoramafoto, muss man auch wissen. Das ist so ein etwas verzerrtes Bildchen, das es hinhaut. So, dann müssen wir der Szene einen Titel geben. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier sehen können. Den nehmen wir hier nicht. Wir nennen es einfach mal Szene 1 oder Szene 0. Ich glaube, mit 0 habt ihr angefangen. Dann brauchen wir das Bild. Die habe ich natürlich vorbereitet. Irgendwo hier in meiner Bildersammlung. Da sind sie. Da, Roman Theater in Petra. Petra ist die Hauptstadt von Nabatea gewesen. So, laden wir hoch. So sieht das aus. Ihr seht schon, sieht aus wie so ein Panoramabild, allerdings so ein bisschen verzerrt alles. Das ist nachher so ein, weil es auf so eine Kugel gemappt wird von innen. So, Urheberrecht bearbeiten, da könnte man jetzt wieder die ganzen Metadaten mit eintragen für die Bilder, damit die gespeichert werden. Das zeige ich jetzt nicht nochmal extra. Was jetzt hier links auch nicht gemacht wurde, aber was wir vielleicht gerade mal machen, damit man es auch gleich hat, das ist eben eine Beschreibung der Szene. Das kann immer ganz gut sein, wenn man noch ein paar Infos dazu pappen will, die jetzt aber nicht erst gesucht werden und gefunden werden müssen. Ich weiß nicht, wie hieß es, Roman Theater in Petra und Lorem Ipsum, was auch immer dahinter jetzt noch kommen könnte. So, dann muss man sich überlegen, okay, wenn das angezeigt wird, wie soll das denn angezeigt werden? Ihr seht hier diese Pfeile oder so einen kleinen Plusknopf. Ist hier für den ersten noch nicht so relevant, aber für die späteren Szenen
Da muss man immer sagen, soll das so ein Plus sein oder so ein Pfeil sein? In dem Fall lassen wir einfach das Pfeil und seht auch schon, man könnte auch noch eine Tonspur hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Historiker wäre, könnte ich jetzt vielleicht speziell zu diesem römischen Theater noch ein bisschen was dazu erzählen, könnte die Tondatei hier hochladen und dann wird das einfach mit abspielbar sein, wenn man diese Szene erreicht. So, speichern erstmal. Also, fertig. Erste Szene. Nur noch nichts drauf. Ganz wunderbar. Das funktioniert. Ihr seht, hier ist das I. Also, so wird das nachher links aussehen. Dann würde hier so ein kleines I stehen und dann kann ich da draufklicken und dann bekomme ich halt nochmal die Beschreibung, die ich da angegeben habe. Hiermit komme ich immer wieder auf die Ausgangsposition zurück von dem Bild. So, und das, was wir jetzt noch brauchen, sind die anderen Sachen. Also wir brauchen offensichtlich wenigstens noch diese eine Szene, wo man da hinkam und dieses zweite Bild hier vorne von der Bühne. Also legen wir erstmal eine neue Szene an, so eine Verlinkung an. Also fangen wir mit dem hier an, mit dem zweiten. Erster großer Knopf, gehe zu einer Szene, klicken wir drauf. Jetzt sagt natürlich, es gibt noch gar keine andere Szene, ich müsste jetzt eine neue anlegen, das ist klar. Hätte ich auch vorher machen können, aber geht auch in dem Schritt. So, also neue Szene, das ist dann, nehmen wir Szene 1, spielt ja jetzt keine Rolle, das ist nur, um es intern zu finden. Dann brauchen wir das zweite Bild. Das ist dann hier die 2. Ja, seht ihr das schon in der Vorschau. Das war dieses andere Bild. Hervorragend. Auch hier könnte man wieder Oberrechtsinfos angeben, man könnte auch hier die Szene noch weiter beschreiben. Und es soll hier dieser Pfeil sein. Also sind wir damit auch schon durch. Tonspur lassen wir jetzt auch weg. Können wir gleich noch gucken. So, dann haben wir da unseren Pfeil. Jetzt versuchen wir den ungefähr auch da einzusetzen, wo er hin soll, circa da. Und dann war es auch schon, haben wir das angelegt. Und wir brauchen natürlich noch erstmal den Sprung zur anderen Szene, zu dem Bild. Das machen wir jetzt auch. Das ist ein bisschen anders. Das ist noch eine Szene. Und jetzt kann ich natürlich nochmal die existierenden auswählen. Das gibt jetzt hier keinen Sinn. Aber vielleicht hat man so eine Verzweigung und kommt auch irgendwo anders wieder zu einer existierenden Szene zurück. Dann braucht man das. So, das andere war dieses unbewegliche Bild. Da sieht man einfach daran, weil es hier leider keinen Algorithmus gibt, der automatisch erkennt, hey, das ist ein 3D-Bild, jetzt nehme ich das, da muss man ihm das leider einmal extra sagen. Und da muss man ihm auch hier noch sagen, soll es so einen Zurückknopf geben? Das würde ich einfach pauschal immer dran lassen, sonst vergesst ihr vielleicht irgendwo so einen Knopf reinzusetzen, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr zurück, zeige ich dir auch gleich. So, die Szene braucht wieder einen Titel, das ist dann Szene 2. Ups, man sollte es auch richtig schreiben. Szene 2. Dann brauchen wir jetzt das Bild. Das ist eben das hier. Da haben wir das Bild, wieder Urheberrechtsgeschichte, ne, wieder Beschreibung der Szene, lassen wir alles weg. Und sagen wir mal, fertig. Ziehen das da auch noch einmal hin. Und jetzt haben wir diese erste Szene im Prinzip schon fertig. Hier ist hinten, können wir mal gucken, aber hier ist, oh doch, da wäre noch was. Hier wäre aber nur noch mal ein Bild, das können wir uns jetzt schenken. Machen wir gleich noch. Und da können wir noch mal rumgucken. Da ist sonst auch nicht viel. Wir sagen erstmal, das Prinzip haben wir verstanden. Machen wir jetzt doch mal den Trick. Ich habe ja gesagt, man muss bei manchen Sachen dran denken. Wir gehen erstmal nämlich zu dieser anderen Szene hier, zu dieser. Da können wir hier einmal draufklicken, können wir da hingehen oder wir hätten sie unten auswählen können. Szene 1. Wenn jetzt der Nutzer hier gelandet ist und ihr noch nichts weiter draufsetzt, dann kommt er auch nicht mehr zurück. Also hier ist ja noch kein Pfeil. Das heißt, das Mindeste, was wir machen müssen, wir können ja auch gucken, wie das hier aussieht. Na, wir müssen mindestens nochmal hier diesen Weg zurück mit draufsetzen. Das heißt, man braucht nur diesen Knopf. Und jetzt haben wir die Szene ja schon angelegt. Man soll zurückkommen zu Szene 0. Klickt da drauf. Dann und fertig. Und verschiebt den noch. So. Jetzt kommen wir darüber auch wieder zurück. Das können wir hier machen. Das Bild könnten wir einfügen. Das lassen wir jetzt mal weg. Wir nehmen jetzt nochmal das hier, weil da im Prinzip der Rest drauf ist, den man so machen kann. Also, so sieht das Bild aus. Und was wir brauchen, sind noch diese drei Knubbelchen hier. Und es geht auch sehr einfach. Hier, das ist ja Text. Also nimmt man diesen Knopf mit dem T drauf. Das ist Text einfügen. Kennt ihr vielleicht auch schon aus interaktiven Videos. Ist letztlich genau das Gleiche. Das ist das da ein bisschen oben. Darstellung ist halt ein bisschen gequetscht. Und hier machen wir es uns das einfach. Wir kopieren einfach hier den Text raus. Kopieren ihn da rein. Na, wir könnten jetzt noch umformatieren ein bisschen. Sparen bei uns. Sagen fertig. So, wo soll er hin? Ungefähr hier ist jetzt auch ein bisschen anders skaliert, weil es gequetscht da ist, aber das macht nichts. So, dann haben wir den. Das zweite ist halt ein Video. Ja, dann habt ihr das auch gesehen über Petra in Jordanien. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, hier kann man sich auch
die Video-URL rauskopieren. Das heißt, nehmen wir den Knopf für ein Video, knicken da drauf und fügen wir jetzt hier diesen YouTube-Link ein. Könnt ihr auch ein Bild, Video hochladen, aber YouTube oder so ein Direktlink auf ein anderes Video ist ja häufig einfacher. Einfach mal einfügen. Könnt jetzt hier noch so ein bisschen Schnickschnack einstellen. Lassen wir auch weg. So, arrangieren wir es hier hin. So, und vielleicht noch den letzten. So, den hier, Data Stage. Das ist einfach nur ein Bild. Also, das Prinzip habt ihr verstanden. Also, wir könnten jetzt hier auch noch ein Bild einfügen. Wir könnten genauso gut auch noch eine Audiodatei einfügen. So, wir speichern es erstmal, damit ihr auch seht, dass das im Prinzip schon alles war. Danach spielen wir einfach noch ein bisschen rum. Der ist hier unten im System. So. Also, wenn wir uns das nochmal angucken. Ups, jetzt ist er wieder aufgesprungen. Ein bisschen anders sieht es natürlich aus, weil ich jetzt natürlich das nicht pixelgenau getroffen habe. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, das ist Szene 0. Sieht schon ziemlich gleich aus. Das I haben wir extra nochmal eingefügt. Das ist diese diese Szenenbeschreibung. Aber wir haben hier unseren Sprung dahin. Ja, genauso, wie das beim anderen auch funktioniert. Zack, hier ist die Einstellung ein bisschen in eine andere. Aber die hätte man noch verstellen können. So, das funktioniert. Und natürlich auch der Teil hier. Allerdings nur mit den zwei Knöpfchen drauf. Aber auch hier, wenn ich da drauf klicke, geht das Video auf. Ganz wunderbar, so wie es sein soll. So, bisschen Schnickschnack kann man noch machen. Nicht mordsmäßig viel. Aber wir können noch mal auf Bearbeiten klicken. Und so ein paar kleine Sachen kann ich euch dann noch zeigen. Also, das eine, was vielleicht für den Lehrkontext noch sinnvoll sein kann, das sind vielleicht so ein paar Quizzes. Da können wir jetzt vielleicht mal hier drauf gehen. Da noch mal hin. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Wir schieben das mal ein bisschen zur Seite. Und wie gesagt, habe ich ja angedeutet, gibt nicht so viel. Es gibt hier diesen Summary und Single-Choice-Set. Das ist so ein Verbund von einfachen Single-Choice-Fragen halt. Summary sind sehr ähnlich. Ich weiß nicht genau, warum die da drin sind und keine anderen, aber es ist so. Nehmen wir einfach mal als Beispiel noch so eine Summary-Frage. Wähle die korrekte Aussage und dann können wir uns ja, wir machen das mal anders, wir machen hier eine richtig schöne Frage rein. Ich komme ja ein bisschen, oder ich habe eine Metal-Musik-Vergangenheit, ich mag es zumindest, ja. Und ich stelle einfach mal die Frage, welche Metal-Band oder welche deutsche Metal-Band hat einen Song über Labatea geschrieben? So. Das ist meine Frage. Jetzt brauchen wir irgendwie mehrere Antwortmöglichkeiten. Wir können mal gucken, was uns einfällt. Was für deutsche Bands kennt man denn wahrscheinlich? So was wie Gravedigger. Die sind relativ bekannt. Ups, falsch geschrieben. Es gibt noch Blind Guardian. Noch einen dazu. Ich sehe hier ein bisschen wenig in der Darstellung. Es gibt noch Halloween. So, könnte man halt noch ein paar dazufügen. Also man muss ihm hier mal sagen, ich bin eher Multiple-Choice-Fragen, muss natürlich die erste Antwort setzen. Halloween wäre jetzt die richtige Antwort. So. Dann gehört das rein. So, also haben wir drei zur Auswahl. Könnten auch noch ein bisschen Kleinkram einstellen und so ein bisschen Feedback für Rückmeldungen. Aber das könnt ihr euch in den Episoden zu den anderen Inhaltstypen angucken, speziell zu Multiple-Choice-Fragen. So, einfach fertig. Dann auch hier, ihr seht schon, da ist jetzt so ein Zeiger drauf. Dann weiß man, das ist ein bisschen was anderes. Das könnte man noch machen. Zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Und was man vielleicht noch machen könnte, man könnte natürlich für jede einzelne Szene nochmal eine Tonspur unterlegen. Vielleicht möchte ich aber, dass man gleich, wenn man reinkommt, irgendwie passende Musik hinterlegt bekommt. Oder vielleicht braucht man auch ein bisschen geringere Qualität für die Grafiken, weil es zu lange dauert oder irgendwann doch der Speicher voll ist, wenn sehr viele Szenen sind. Könnte man es runterregeln. Aber vielleicht brauche ich nur eine Tonspur und könnte ich jetzt hier natürlich einsprechen und sowas, aber Musik reinsingen wollt ihr nicht von mir, das wollt ihr nur in unserem Podcast. Jede 10. Episode, das heißt, ich habe mal was gesucht und ich habe eine Creative Commons Version, eine Coverversion von der Titelmelodie von Game of Thrones gefunden. Fand ich ganz passend. Die mache ich jetzt einfach mal rein, lädt das hoch, ist ein bisschen größer, dauert also einen klitzekleinen Moment. Aber dann geht das jetzt, wenn ich, jetzt erwarten immer viel, okay, wenn ich da gleich drauf komme, dann muss auch die Musik losspielen. Könnte man so machen, ist hier nicht so gemacht. Es hat einfach den Grund, dass Browser das unterschiedlich handhaben. Oder es gibt da so ein paar Regeln, wann
direkt beim Besuch einer Seite Musik abgespielt wird. Deshalb geht das hier nicht automatisch. Da sind Browser leider ein bisschen streng, da kann auf HTTP nichts machen. Deshalb muss man das hier einmal selber. Ach, ich habe jetzt gerade WordPress benutzt für HTTP, das ist der Knopf zum Speichern rechts oben und nicht links unten. Also speichern. So. Gucken wir nochmal drauf. Der braucht jetzt natürlich einen kleinen Moment, weil das eine größere Datei ist und der jetzt erstmal schön zusammenpackt in eine, dass man sich die runterladen kann. Das macht er nämlich vorher nicht erst, wenn man auf den Knopf klickt zum Runterladen. Deshalb dauert das jetzt im kleinen Moment. Da ist er. So, jetzt können wir hier reingucken. Jetzt seht ihr, aha, sieht genauso aus wie vorher. Jetzt haben wir hier diesen Knopf und da klicke ich jetzt. Ah, hier versucht das sogar tatsächlich. Ich höre nichts. Ach nee, ist ja, nee, ich muss doch drauf drücken. Ich habe mich selber gerade vertan. Also ihr solltet jetzt so ein bisschen gecoverte Game of Thrones Musik im Hintergrund hören und ich könnte euch jetzt die Geschichte von Nabatea erklären und ich könnte natürlich auch das Musikstück einer Band dahinterlegen, die den Namen Halloween trägt, aber dann würde dieses Video sehr schnell gefleckt werden auf YouTube und das wollen wir nicht. Also Halloween wäre richtig, also können ja auch Quizfragen einbauen und ja, so funktioniert halt, ne? Der Inhaltstyp. Also ganz wunderbar, eigentlich eine schöne Sache. Und viel mehr kann ich euch nicht zeigen, der kann nicht mehr. Natürlich kann man den ja, erweitern, das ist halt Open Source Software. Muss man aber, irgendjemand muss das halt tun. Kann man machen, wie ihr wollt. Und ich würde einfach sagen, macht euch mal einen Kopf, was ihr damit machen könnt. Also es gibt bestimmt schöne Szenarien. Und dann probiert es mal aus. Es ist wirklich nicht kompliziert. Das Komplizierte ist tatsächlich, diese Bilder zu bekommen, die man braucht. Aber H5P, habt ihr gerade gesehen, das da reinzubauen, hat jetzt 20 Minuten gedauert und wir hatten schon so eine kleine Szene fertig. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ich hoffe, ich habe euch gefallen. Spielt ein bisschen damit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.